Ja, meine Prüfung wartet am anderen Ende der Treppe auf dich. Ja, auf geht's, diese Prüfung wartet. Rinder. Ja, da sind wir bei der Inselprüfung. Seid gegrüßt, mein lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eckhardt zu einem neuen Paradox Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst. Lola steht da vor dem verlassenen Einkaufszentrum. Zwergenfee, endlich ist es soweit. Also, ich erkläre dir jetzt mal, worum es bei der Inselprüfung geht. In diesem verlassenen Laden spuken jede Menge Geister und Pokémon herum. Bei meiner Prüfung geht es nun darum, das Herrscher-Pokémon zu finden und mit dem Pokémon-Sucher ein paar Fotos von ihm zu schießen. Das Herrscher-Pokémon versteckt sich sehr gerne und spielt anderen am liebsten Streiche. Aber keine Sorge, es ist nicht gefährlich. Na dann. Besteht ja keine Gefahr, dann können wir uns ja getrost dort rein hineinbegeben. Wenn du andere Pokémon fotografieren willst, wird es neidisch und will unbedingt ins Rampenlicht. Wenn also irgendwo etwas Merkwürdiges geschieht, dann untersuche die Stelle doch mal. Hinter dem Spuk steckt ganz bestimmt ein Geister-Pokémon, das nur darauf wartet, fotografiert zu werden. Hier, ich leihe dir meinen Pokémon-Sucher. Hehe, Rotom ist ja auch ein Geister-Pokémon, nicht wahr? Das passt ja wunderbar. Warte, ich stelle ihn schnell für dich ein. So, ich habe dir für deine Prüfung den Fotomodus eingestellt. Deine Fotosafari im verlassenen Laden steht jetzt also nichts mehr im Wege. Sobald du in den verlassenen Laden trittst, heißt es, mach dich bereit, es ist Prüfungszeit. Du kannst drinnen keine Pokémon fangen und hinaus gelangst du nur, wenn du aufgibst. Also betritt den Laden bitte gut vorbereitet. Okay, auf geht's. Das Team ist geheilt. Ja, es ist alles in Ordnung. Auf geht's. Wir scheinen keine Gefahr. No risk, no fun. Hier soll es ja spuken. Die Prüfung beginnt. Und wir sind in einem gruseligen, verlassenen Einkaufszentrum. Der zweite gruselige Part. Aha. Nein, der erste. Den ersten gab es gar nicht. Das Förderband bewegt sich wie von Geisterhand. Ja, das reimt sich, deshalb muss das stimmen. Ja, was da wohl ist am Förderband? Das Förderband bewegt sich wie von Geisterhand. Möchtest du den Pokémon-Sucher aktivieren? Natürlich. Natürlich möchte ich das. Selbstverständlich doch. So. Was haben wir hier? Oh, ein Nebodark. Dann machen wir mal ein Foto. Was? So, hervorragend. Das Pokémon hat es dich bemerkt. So, auch hervorragend. Wildes Pokémon-Kampf gegen Nebulak. Ein Nebulak wild erscheint. Los, Steve! Das ist nicht mehr wild, das ist von mir gefangen worden. So, was soll Steve tun? Wie wäre es denn mit Nitro-Ladung? Das könnte doch gegen Nebulak unter Umständen etwas bringen. Ja, könnte das im Kampf gegen Nebulak etwas bringen? Wer weiß. Wir wissen es gleich. Ja, es bringt etwas. Es bringt sogar ziemlich viel. Noch einmal Bohrschnabel, dann haben wir es. Ja, mit Bohrschnabel könnten wir es eigentlich fast schon alleine machen. Aber ja, jetzt haben wir es geschafft. Haben wir Nebulak besiegt. Steve erhält ein paar Erfahrungspunkte. Und weiter geht's. Oh, ein Pikachu. Ein Pikachu. Davon habe ich auch eins im Team. Das Förderband ist nicht mehr verdächtig. Ja. Der Verdächtige wurde eliminiert. Rumpel, rumpel. Der Einkaufswagen bewegt sich wie von Geisterhand. Und dann gehen wir mal zum sich von Geisterhand bewegenden Einkaufswagen.
Dein Kopfzwang bewegt sich wie von Geisterhand. Möchtest du den Pokémon-Sucher aktivieren? Ja, auf geht's. Dann suchen wir mal. Oh, was sehe ich denn da? Das schaut doch aus nach einem Apollo. So, das Pokémon hat es dich bemerkt. Hervorragend. Ein Apollo-Wild erscheint. Lass raten, wer das dritte Pokémon ist. Ist doch bestimmt ein Gengar. Wie gerne ich gegen einen Gengar kämpfen will. Das freut mich doch super. Ich darf gegen einen Gengar kämpfen. Ich als Gengar-Gang-Mitglied. Kämpfe doch ganz gerne gegen einen Gengar. Ja, und wer jetzt nicht weiß, was die Gengar-Gang ist, ja, der Pech hat. Dem werde ich es jetzt nicht verraten. Nein. Tja. Pech für euch. Dein Kaufswagen ist nicht mehr weiter verdächtig. Das wäre doch eine Arena für den Leiter der Gengar Gang. Wäre doch bestimmt eine Arena, wo der Leiter der Gengar Gang sich wohlfühlen würde. Die Plüschpuppen bewegen sich wie von Geisterhand. Und dass man kein Gengar ist. Die Plüschpuppen bewegen sich wie von Geisterhand. Möchtest du einen Pokémon-Sucher aktivieren? Jo. Gengar, ich komme. Wo ist der? Wo ist der Gengar? Wo ist ein Gengar? Wo ist ein Gengar? Gengar, wo bist du? Komm raus, ich find's dich eh. Ah, da sehe ich was. Da sehe ich was, was ihr nicht seht. Und das ist ein Gengar. Gengar Gang, Gengar Gang, Gengar Gang, Gengar Gang. Uha! Das Pokémon hat es dich bemerkt. Nice. Ein Gengar. Ein Gengar wild erscheint. Da kenne ich ja wen, der das freuen würde. Ja, mich erstens und noch den Leiter der Gengar Gang. Ich bin ein Fan von ihm. Von dem Leiter der Gengar Gang und von der Gengar Gang an sich. Je öfter man das sagt, desto ulkiger wird's. Aber macht ja Sinn. Gengar Gang an sich ist ja schon ulkig. Ist ein ulkiger Name. Ein verrückter Name. Schnabelkanone, komm, mach's alle. Zack. Und da war's um das Gengar geschehen. Aber die Gengar Gang, die lebt noch. Die ist lebendig wie nie zuvor. Nassschweif, was willst du denn hier? Nassschweif, pff, vergiss es. Oder war das eine effektive Attacke? Naja, egal, jetzt haben wir es eh verpasst. Die Plüschpuppen sind nicht mehr verdächtig. Und das Pikachu ist Richtung Türgrand. Ha, das ist doch... Ist das nicht die Lola, die... Prüfungsdienst, die ist doch, die stand doch vor der Tür. Wer bist du? Bist du das, Lola? Das tut nichts zur Sache. Verlasse diesen Ort, so schnell du kannst. Die Prüfung ist vorüber. Das stimmt doch gar nicht, ich gebe nicht auf. Dort hinten erwartet dich nur dein Verderben. Brich die Prüfung ab und verlasse diesen Ort. Setze die Prüfung fort. Du, wie ich dir gebete, verlasse diesen Ort. Okay, jetzt wird's langsam creepy. Ich gehe hier nicht weg, ich bleibe hier. Krieger verletzt. Niemals, ich bleibe hier. Geh, nix da. Man hat ein Foto gemacht. Und weg ist er. Der Geist von Lola. Der Schloss. Der Tür. Das Schloss der Tür hat sich wie von Geistern geöffnet. Hindurch. Wir haben keine Angst. Eine unheimliche Aura ist von irgendwoher zu spüren. Der Pokémon-Sucher hat sich von ganz alleine aktiviert. Suchen wir mal die Gegend ab. Okay, wir hören Geräusche. Hier sehen wir ein paar sehr gruselige, von Kindern scheinbar gemalte
Gemälde, hier ein Pikachu mit einem kleinen Mädchen. Zwei Pikachus mit einem kleinen Mädchen. Ein Pikachu auf einer grünen Wiese im blauen Hintergrund, auch selbst gemalt. Ein Pikachu-Schwanz, ein abgetrennter Pikachu-Schwanz. Nein, ich hoffe, der ist noch dran. Noch ein Pikachu-Bild, auch selbst gemalt. Ein Zeitungsausschnitt, wo ein Pikachu abgebildet ist. Ein Cosplay-Pikachu, wahrscheinlich aus Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2. Wie ihr sehen war, ein Pikachu-Poster. Scheint auch ein bisschen im Zeichenstil zu sein. In einem Zeichenstil, ja. Hier ein paar Sticker von Pikachu und ein Wimpel von Pikachu. Ja, was haben wir hier noch? Haben wir oben noch ein paar Sachen zu gucken? Ja, hier ein wunderschönes, großes Pikachu-Poster. Hier auch noch, oh, ein sehr düsteres Pikachu-Poster. Aber ist das wirklich ein Pikachu, was man da sieht? Ist das ein Pikachu? Das schwarze, dunkle Dot im Eck. Und da haben wir noch ein sehr gruseliges, von Kindern gemaltes Bild. So, und hier haben wir Tür. Die Tür, die uns reingeführt hat. Oha, ein Mimikma. Da hat jemand ein Foto gemacht. So, da ist er, der Champ der Inselprüfung, das Herrscher-Pokémon. Mimikma, Herrscher-Pokémon, greif an. Los, Steve! Greif das Mimikma an. Das scheinbar ein Pikachu zu sein scheint. So, Knuddler. Was? Steve wurde besiegt. Ja, nee, ist klar. Wie wär's denn mit einem Pikachu? Los, Pikachu! Du bist dran. Pikachu gegen Mimikma. Mimikma ruft mit Streiter. Ja, und natürlich kommen welche. Ein Banett erscheint. Bei Mimikma ist das doch immer so. Da kommt doch immer sofort. Nicht nur bei Mimikma, sondern bei Herrscher und Pokémon kommt immer sofort ein Hilfer mit dazu. Knuddler. Das scheint eine sehr starke Attacke zu sein. Die schafft uns sofort. Support. Ja. Dave, kannst du irgendwas anrichten hier? Wie sieht's bei dir aus? Oder haut das Mimikma uns jetzt in einem Zug weg? Alle auf einmal hier mit Knuddler einmal zu Tode knuddeln. So, wie wär's denn mit Eiszahn? Das könnte doch was bringen. Und Knuddler oder was? Knuddler, ja, nice. Natürlich. Oh, es hält was aus. Fluch. Ah, natürlich. Natürlich gibt es jetzt hier noch ein zweites Pokémon, was auch noch eine Sache einsetzen will. Ah, ja, natürlich. Okay, Kostümspuk von Mimikma wirkt. Ja, stimmt, da war ja was. Ich nehme das Pokémon Ultra, Mond und Sonne. Quatsch, aus Pokémon Sonne und Mond. Pokémon Ultra Mond ist das hier. Moment mal, ich habe doch hier Tränke. Wenn der schon so viel aushält, dann kann der doch bestimmt auch hilfreich sein im Kampf. Komm, Hypertrank. 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 Dave wurde erfrischt. Aufgefrischt. So Knuddel hält er aus. Das ist positiv. Das ist schön. Irrlicht. Naja, gut. Man kann nicht alles haben. Verbrennung auf ein Wasser-Pokémon. Ja, gut. Jetzt nochmal Knuddler und ich bin passé. Ja gut, was sollen wir machen? Weiter Hypertränke einsetzen oder was? Könnten wir versuchen, aber... Ja, wir könnten so lange machen, bis der Knuddler nicht mehr einsetzen kann. Bis Knuddler vorüber ist. Ja, natürlich ist da auch noch Fluch aktiv. Das ist ja, das ist schlecht. Unverbrennung. Ach du Schande. Was ist denn das für eine Kombi? Eine mordsgemeine Kombi, die dir Dave auf einmal besiegt hier, obwohl er Knuddler aushalten konnte. Dann bist du an der Reihe. Hoodie! Lass dich nicht auf einmal besiegen. Du bist mein Starter-Pokémon. Entwickelt. Schaffst das? Komm, hau rein. Mit Rasierblatt. Rasier ihn ordentlich. Und gleich sein Banette mit. Komm, mach schon. Dunkelklaue.
Okay, eine neue Attacke. Sehr effektiv. Wehrt die Attacke ab. Jo. War nett, wehrt die Attacke ab. Au, 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 au. Rudi scheint nicht effektiv zu sein mit seinen Attacken gegen das Mimikma. Wird wohl Zeit für einen Beleber auf. Das liebe Steve. Es hält zwar nicht sehr viel aus, es hält keine Knuddelattacke aus, aber ja. Dave war bisher der, der am meisten ausgehalten hat. Mary noch einmal in den Kampf schicken, um einen kleinen Trank auf Steve einzusetzen zu können. Ja, das ist immer gut, wenn ich so jemanden im Team habe, der da mal Platzhalter sein kann. Superb. Knuddler. Ja, er hat noch Knuddler-Attacken. Ja. So gern ich dich umarmen würde, aber das ist gerade nicht die Zeit zum Knuddeln. Nein, tut mir leid. Kann ich gerne knuddeln, aber bitte nicht in diesem Kampf. Bitte muss das unbedingt sein. So dynamische Maxi-Flamme. Komm, wir machen es alle. So. Volle Power. Knuddler. Ja, okay, es hält was aus. Komm. Komm. Mach's zu Ende. Bring's zu Ende mit dynamischer Maxi-Flamme. Deine Selbstattacke. Mach's gut. Hau rinne. Mach eine richtig gute Set-Attacke. Hüllt sich in Set-Kraft und jetzt zeig mir, was ein wahrer Kämpfer ist. Nämlich du. Hau rein. Mach es fertig. So. Bats. Okay, das war erschreckend. Ineffektiv. Sehr erschreckend. Vielleicht sollte ich mal auf Schnabelkanone wetten. Ja gut, sofern Steve diese Runde überlebt, tut er nicht. Gut, ein Trank hätte was gemacht. Oh, Verbrennung, das ist vielleicht nicht schlecht. Steve wurde besiegt. Da hätten wir noch Mauzi. Ah, Verbrennung wurde geheilt. Ah, schön. Dieser Kampf hat es in sich. Der Kampf hat es wortwörtlich in sich. Das ist... schön. Steve nochmal heilen. Auf den setze ich große Stücke. Der scheint hier einiges zu können. Obwohl, Lea könnte auch irgendwas bringen. Wer weiß. Verbrennung dritten Grades. Setze ich jetzt etwa aufs falsche Pokémon. Ein super Trank auf Steve. Und wollen wir es mal versuchen. Knuddler. Und damit ist er leer. Passé. So. Dann hätten wir Steve. Steve gibt dein Bestes. Ich benutze Tränke. Komm, irgendwie müssen wir es hinkriegen. Muss doch machbar sein. Nitro-Ladung. Ich hoffe auf Nitro-Ladung. Komm. So schwer zu besiegen, kann Mimikma doch nicht sein. So, Fluch. Ah, die Attacke. Scheiße. Damit ist Barnett besiegt. Was nicht gerade positiv ist, wenn das Herrscher-Pokémon noch da ist. Weil da taucht ein neues auf. Ei. Die Tronadung ist erschreckend schlecht. Aber sehr erschreckend schlecht. Die wurde durch Fluch erschreckt. Ja, sag ich doch. Kommt ein Verschreckt. Kommt ein neuer Mitstreiter. Und das ist ein Apokalyp. Ja, das ist nicht immer besser, wenn ein neues Pokémon dazukommt. Ja, schlechter. In aller Regel ist das kein Grund zur Freude, wenn ein neuer Mitstreiter dazukommt. Und damit haben wir hier einen deutlichen Typen. Nachteil für Steve. Von der linken Seite. Aquabelle. Ja, er ist ein Feuer-Pokémon, ein Feuervogel. Eieieiei. Und dieser Fluch. Eieieiei. Das soll was werden hier. Kann ja heiter werden. Er kann wirklich heiter werden. Na komm, los, Hypertrank.
Was soll ich denn da tun? Abwarten, bis der Fluch fertig ist, oder? Schlitzjagen. Okay. Sind seine Attacken am Ende, oder was? Dass er nur noch Schlitz einsetzen kann. Okay, 4 AP reduziert. Welche Attacke? Hoffentlich keine effektive. Der Fluch, ja, der ist nervig. Der ist wirklich nervenerregend. Schnabelkanone auf Mimikma. Nee, er muss ja auch mal angreifen, das ist. Muss ja sein. So, Verbrennung, auch gut. Aquavilla. Das wird eng. Steve ist verwirrt und schadet sich natürlich selbst. Natürlich macht er das. Ach, Alter. Ohne diese Schadung, ohne diese Selbstschadung hättest du vielleicht den angreifen können. Und wer weiß, mit Schnabelkanone oder was das für eine Attacke ist, hättest du es vielleicht noch schaffen können. Mhm, hätte vielleicht effektiv sein können. Wer weiß, wir werden es nie erfahren. Zwingli hat keinen Kampf gegen Pokémon mehr. Gibt verdammt viel Schadensgeld. Und geht ins Pokémon Center. Lass uns erstmal den Pokémon heilen. Das Herrscher-Pokémon hat's in sich. Hat's wirklich in sich. Kann man hier auch nicht, oder? Das wäre natürlich gut, dann könnte ich meinen Solgaleo aus Pokémon Sonne holen und hier einmal ordentlich einheizen. Das wäre speziell. Ja, was machen wir denn? Was sollen wir? Trainer. Ja gut. Na sowas, die Energie, die du hast, die stammt doch von Tracy. Ein kleiner Kampf. Kampf auf der Route zum Zweck des Trainings. Schaden. Training ist nie von übel. So, da haben wir das Steve. Es fängt an zu regnen. Einmal Schnabelkanone. Schnabelkanone, genau so. Steve erhitzt seinen Schnabel. Was bestimmt positiv ist in einem Wasserkampf. Wasser-Pokémon-Kampf. Barschwar. So. Ich würde trotzdem gerne auf Steve setzen. Der ist stark. Der hat Feuer-Pokémon. Der hat auch gute Flugattacken. Also, Der hat bisher in den Prüfungen überzeugt. Ich glaube, er ist sogar effektiv gegen Mimikma. Zumindest Feuer-Attacken könnten etwas effektiv sein. Und die Flugattacken, ich glaube, ja, sind auch nicht schlecht. Engarados. Komm, Stabelkanone. Hau rinne. Ja, das meinte ich nicht zu dir, Gyarados, aber gut. Dann muss gleich mal wieder zum Pokémon Center. Ey, da habe ich immer mehr erwartet. Verbrennung. Verbrennung ist immer gut. Das ist auch eine schöne Sache, dass das hier vorhanden ist. Oh, Nassschweif. Das ist die Attacke, die ich Gyarados hätte erlernen können. Dann habe ich wohl vergeigt. Los, Mary. Jetzt darfst du mal kämpfen. Du hast zwei sehr effektive Attacken. Gegen Wasser-Pokémon bist du scheinbar sehr effektiv. Also brauche ich dich bei der Prüfung wahrscheinlich eher weniger. Nassschweif. Ja, gut. Ist natürlich noch relativ schwach und untrainiert. Verbrennung schadet weiterhin. Los, Dave. Gyarados gegen Gyarados. Wenn das kein Bild für die Götter ist. Und Gyarados. Level 30 gegen Gyarados. Level 34. Okay. Nicht gerade schön, aber was soll das? Windhose? Ja, Schadet relativ wenig. Verbrennung ist gut. Verbrennung brauchen wir. Deshalb haben wir dieses Vogelviech. Windhose. Auch wenn es eventuell nicht viel bringt. Reicht es vielleicht aus, um Gyarados zu besiegen. Zack, ja, nice. Hatte nur wenige KPs. Haben wir den Trainer auf der Route besiegt. Ist ja kein Wunder. Mit einer Angel von Tracy hätte ich auch gewinnen können. Zwingli gewinnt 1088. Pokémon Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Angler hervor. Joa, dann mal schnell zum Pokémon Center und dann können wir nochmal versuchen, die Inselprüfung nochmal gegen das Mimikma kämpfen. Ein neues Jawadimaru.
Geronimo! Auf geht's! Noch einmal die Inselprüfung bestehen. Rein geht's! Auf zum nächsten Versuch. Mikma Herrscher greift an! Versuchen wir es erneut. Irgendwann gelingt es. Ja, auf Steven müssen wir setzen. Das ist gut. Wir schaffen es. Attacke. Okay. Was? Nice. Mikma besiegt. Haben wir es mal wieder geschafft. Offscreen. Ja, wie immer. Ich weiß, ihr wollt ihn am liebsten selber down gehen, sehen. Im Part. Während der Aufnahme, aber ich mache das auch lieber aufspielen, dann ist es auch entspannter und dann kriege ich das auch besser hin. So, Schnabelkanone, mit Schnabelkanone kriegt man das gut hin. So, alle sind verbrannt, auch Mimikma war verbrannt. Ja, gut. Fluch, ach, diese schöne Attacke. Finde ich toll. Na dann, hau rinne. So, wurde besiegt. Ach, von einem Brand. Ah nein, vom Fluch hat sich selbst verflucht. Ah, das finde ich doch spitze. Naja, haben wir es geschafft. Und ja, mein Steve, immer wieder wundervoll. Sowas kann sich doch sehen lassen. Ist doch ein schöner Kämpfer. Ein toller Kämpfer. Bin ich stolz drauf. Mimikma ist irgendwohin verschwunden. Im Pokémon-Sucher befindet sich jetzt ein weiteres Foto. Es ist ein verschwommenes Foto von Mimikma. Ja. Und draußen ist Lola, die erzählt uns jetzt was Schönes. Willkommen zurück, Zwergvieh. Dann will ich mir gleich mal deine Fotos ansehen. Zeig mal her. Super, das ist ein Mimikma. Ein Schnappschuss von Mimikma gelingt nur den wenigsten. Bravo. Erst dann. Die Prüfung bestanden. Jo, da gibt's einen Z-Kristall für den Typ Geist. Wundervoll. Prüfung bestanden. Und jetzt die Pose für die Geistsache. Du hast den Z-Kristall des Typs Geist, auch Phantomium Z genannt, an dich genommen. Willst du die Z-Kraft vom Typ Geist anwenden, dann musst du das mit dieser coolen Pose machen. Genau so. Da du meine Prüfung bestanden hast, darfst du hier jetzt auch alle Pokémon fangen. Und die gibt's oben drauf. Du erhältst 10 Exemplare des Items Finsterball. Finsterbälle wurden in der Itemstasche verstaut. Gäste-Pokémon sollte man immer dabei haben, wenn du mich fragst. Ja, und ich gehe da gleich aufs Screen rein und fange da mir noch ein Gengar. Ein Mimikma wäre auch toll, aber ja. Hatten wir ja schon Pokémon Sonne. Am besten also ein Gengar oder ein Apollo oder ein. Wie ist das andere? Ich hab's vergessen. Was? Ich soll da gewesen sein und du warst in einem Hinterzimmer? Jetzt hör schon auf, Zwergfee. Du willst mich doch auf den Arm nehmen. In diesem verlassenen Laden gibt's schließlich gar kein Hinterzimmer und ich war die ganze Zeit hier draußen. Wenn du mir Angst einjagen willst, musst du dir schon eine bessere Geschichte ausdenken. Brrr, was war das denn? Mir ist es gerade eiskalt den Rücken heruntergelaufen. Ob es wohl plötzlich kälter geworden ist? Ach was, das bilde ich mir bestimmt bloß ein. Ah, da sehe ich ein Mimikma im Hintergrund. Ganz klein im Hintergrund. Ging es dort lang. Ja, ich heile mal mein Pokémon-Team im Pokémon-Center und dann offscreen werde ich mal ein bisschen weiter so nach Pokémon fangen und nach Pokémon suchen. Oh, ein Trainer! Ja! Für seltene Pokémon würde ich alles tun. Ich würde sogar bis ans Ende der Welt reisen. Naja, ich würde mal sagen, sollte euch dieser Part gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfürst verpassen wollt. Bis zum nächsten Part, dort sehen wir uns dann wieder im Dorf der Kapu und dann gehabt euch wohl, haut rein, habt einen angenehmen fröstlichen Tag. Ja und dann
Ciao, ciao, adios. Man sieht sich.